wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Yes. Ich bin am Start, yes, ey, das war schon online. Ist hier das klar, Steiger? Du hast schon unsere... Dicker, nicer Jingle. On Air. On Air. Ey, wir sind doch gar nicht im Radio, wir sind doch auf Spotify und in allen Playlisten. Oh, Marc, guck mich böse an. Ey, ich habe neulich Marc eine Sprachnachricht geschickt, habe gesagt, ey, wollen wir nicht so tun, als wenn wir schon auf Spotify sind und dann suchen alle und dann schreiben alle FluxFM, ey, wo ist es? Ich finde das nicht. Und dann müssen sie es ja endlich auf Spotify laden. Aber Marc hielt das für keine schlaue Taktik. Und Marc guckt mich gerade auch so an wie, oh Mann, ich werde die ersten 1,5 Minuten rausschneiden. Ah, Steigi, eine Woche ist vergangen. Letzte Folge war somit meine Lieblingsfolge bisher, muss ich sagen. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir und Wada so ein bisschen rumzuquatschen. Deswegen habe ich gesagt, ich lade mir jetzt nur noch Leute ein, die ich auch persönlich kenne und nicht so zum ersten Mal in der Sendung. Britten ist da! Was geht ab, Alter? Backern. Alles klar? Dankeschön. Er wird gerade leise gedreht. Vielen Dank. Vielen Dank. Hört man mich jetzt? Ja. Ja, ey, cool, dass ich da bin, Dicker. Du lädst nur noch Leute ein, die du kennst, so nachdem Leonardo DiCaprio abgesagt hat. Der Hurensohn. Kann man ja mal kurz mal gesagt. Kann man kurz mal Seitenstich machen. Und Jan Böhmermann. Ja, der sowieso. Olli Schulz dann auch. Aber Steiger, ich habe neulich auch, habe ich das erzählt, dass Olli Schulz so dich auch mit erwähnt hat? Das ja klar, so mein... weil er mich ja auf dem Fahrrad gesehen hat oder weil ich an sein Auto rangefahren bin und ihn überfallen wollte und dann aber doch du hast Olli Schulz Auto angefahren? Was gemacht haben. Ja, und er sagt immer, ah, alle Leute sprechen mich immer auf Jan Böhmermann an und so, ich bin ja nur dein Sidekick, Jan. Neulich auch schon wieder Steiger hat mich auf dich angesprochen und so und ich tue dann immer so, ich sag jedem was anderes. Manchen sage ich, ja, der ist ein Spaß, manchen sage ich, der ist so cool. Naja, ich glaube, den laden wir auch nicht ein. Was fährt denn Olli Schulz für ein Auto? Fährt er so Golf-Kombi oder fährt er so E-Klasse Coupé. Der hat tatsächlich ein Auto mit Münchner Kennzeichen gefahren. Es war ein Mietwagen. Also ja, ich wollte gerade sagen, Mietwagen. Ja. Hatte sich eine Woche in eine Ferrari. Oh, deswegen war er vielleicht auch sauer, Digga. Wer weiß, wie hoch seine Selbstbeteiligung war. Steiger, du warst eine Woche im Dschungel. Was hat sich getan bei dir seitdem? Weniger Fledermäuse, mehr Kokain? Ich kann wirklich sagen, es war sehr viel Kokain am Start auf jeden Fall. Also Koka. Der indigene Führer, den wir da hatten, der war auf jeden Fall, wenn der den Turbo angeworfen hat, dann hat er vorher erstmal so eine Handvoll Coca-Blätter in den Mund genommen, hat er ein bisschen an seinem Kürbis und an seinem Muschelkalk geleckt und dann war das Tempo auf jeden Fall doppelt so hoch. Und wir chillen irgendwo in der Stadt. Weil wir so eine Rentnertruppe waren und da etwas ältere Personen dabei waren und dann sind wir doch immer sehr, sehr spät angekommen und das war auch teilweise wirklich verhängnisvoll. Also weil nachmittags regnet es dort immer und Regen im Dschungel ist wow. Okay, als du verhängnisvoll gesagt hast, dachte ich, ihr habt einmal mit einem Tiger gekämpft oder so. Aber gibt's ja noch nee, das haben wir nicht, aber die Flüsse waren so hoch, dass wir nicht mehr über die Flüsse gekommen sind, um ins nächste Camp zu kommen. Dann waren wir in dieser einen Höhle, dann ist der Stein davor gerollt, dann mussten wir alle zu 20 zur Seite rollen wieder. Dann mussten wir erst den geheimen Code eingeben. Wir waren ja nur zu fünft, aber wir mussten dann so Ketten bilden über die Flüsse drüber und uns gegenseitig über diese Flüsse drüber helfen. Aber sowas ist doch voll geil, oder? Ich will auch mal in die Natur. Ich war mal mit meiner Oma und meinem Opa oder so in der Schweiz oder so. Und das ist das gleiche wie Kolumbischer Dschungel, habe ich gehört. Nein, auch. Und dann hat es so voll krass geregnet, dann ging es auch so den Berg runter, so ein übertriebener Fluss und mein Opa wirft dann so einfach Steine rein, dann sind wir über die Steine rübergelaufen, haben so eine... das war für mich ein Abenteuer. Ich habe es jedem im Kindergarten erzählt damals. War krass. Ja, naja, und jetzt hier. In diese Flüsse konnte man wirklich keine Steine mehr reinwerfen, weil der eine war hüfthoch. Wir mussten dann über so eine Transportseilbahn uns so rüberhangeln, also uns so rüberziehen. Und der andere, das war wirklich so eigentlich ein Rinnsal, aber weil so viel Wasser runterkam, war da plötzlich so ein Wasserfall und wir mussten... Ja, meiner war auch hüfthoch. Denkst du, mein Opa kann keine hüfthohen Steine schmeißen oder was? Meiner war schon bis zum Hals, Alter. Nur egal. Jedenfalls haben wir Birken nicht aus irgendeinem Grund hier, sondern er bringt in 2 Wochen kommt dein Album raus. Ja, Mann, ich bin nur wegen Promo hier, Alter. Wegen Promo hier. Also, ey, Mauli, du wolltest keine Leute wegen Promo einladen. Ah, scheiße. Er hat auch erst vorgestern Bescheid gesagt. Ich habe ihn so unter privaten, fadenscheinigen Gründen hergelockt und dann merke ich auf einmal, ach, scheiße, er macht ja auch noch Musik. Ich dachte, er hat aufgehört. Ey, Berkan, ganz ernsthaft, wie oft hat dein Management uns angeschrieben?
Das weiß ich ja nicht. Wenn ich das wüsste, dann wäre mein Management nicht so gut. Die schreiben einfach den ganzen Tag Mails. Wir haben halt von Tag 1 gesagt, ja klar, natürlich. Und dann kriegen wir drei. Wirklich, jetzt Berghain, ja. Wirklich, ja? Wollt ihr den haben bei euch? Der hat jetzt nochmal ange... Also wirklich, wollt ihr den... Also, Leute, was wollt ihr denn von uns? Da habe ich ihm einfach bei WhatsApp geschrieben, dann meinte er, ja klar, geht klar. Und dann haben wir das gehabt. Ja, ich habe auch ohne Management zu fragen einfach ja gesagt. Eben drum. Digga, weil man kriegt den Jungen aus dem Ghetto, aber nicht andersrum. Wir sind einfach Freunde. Ey, pass auf, lass uns mal dieses ganze Promo-Gelaber gleich machen. Lass uns mal erstmal den neuen Song von Raff hören. Hast du den gehört? Bye-bye? Ja, der ist erst gestern Abend rausgekommen. Finde ich übrigens einen sehr coolen Trend, so Videopremieren auf irgendwie 23 Uhr zu legen oder so, wenn alle eigentlich abends schon unterwegs im Modus sind. Einfach nur für die Fans, Digga, für die Ultra-Fans, die schon gesehen haben, so, weißt du? Ja, ja. Wer war unter 300.000 Klicks hier? Like. Ja, like. Wer war um 2 Uhr nachts noch wach? Natürlich. So, Wachgang. Team Fuck Sleep. Ja genau, auf dem Song, falls du ihn dir später mal anhören willst, geht es so darum, dass er jetzt so viel Geld und so viel zu sehen hat und er weiß nicht wann, aber er macht sich jetzt auf den Weg. Ich finde es sehr, sehr schön, in der Hook hat er so Lines aus einem, oder eigentlich die Hook von einem Track von vor 3 Alben oder so zerstückelt und so in die Pausen gepackt und so weiter, also... Ich hoffe, er lässt sich jetzt auch Flügel auf den Rücken tätowieren und macht das wie auch. Thomas D. und kauft sich so ein Wohnmobil. Und ja, das hoffe ich allerdings nicht, Alter. Ich hoffe, Thomas D. ist. Hat er sich nicht irgendwann Son Goku genannt oder so? Verunglückt. Oder Dragon Ball oder so? Ja. Irgendwie sowas war das. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nur gut. Aber es ist nur, weil er eine Glatze hatte. Okay, jetzt hier keine Glatzenwitze über Thomas D. Lass uns erst mal die neue Raff-Single hören. Und der hat auch so einen hohen Haaransatz. Ja, aber steht ihm. Lass ihn jetzt in Ruhe. Raff, manchmal macht er auch Italiener-Style so lässig zurückgehen, Digga. Das ist nice. Er hat so viel gesehen, will dir alles erzählen, aber er weiß nicht wann. Ach, Steiger, ist das nicht? Da wird man doch ein bisschen melancholisch, oder? Da möchte man ihn doch in den Arm nehmen und sagen: Komm, heute hast du keine Termine mehr, Raff. Heute erzähl doch mal ganz in Ruhe. Was war denn los überhaupt? Hast du das alles schon verarbeitet, was hier passiert ist, seit du Millionär bist? Willst du drüber reden? Willst du vielleicht auch nicht drüber reden? Willst du dich ablenken? Komm, wir gehen Bowling oder so. Kegeln, Bruder. Diese Kneipen, die unten Kegelbahn haben. Ich glaube, da ist mit nicht. Wendeltreppe. Halber Quadratmeter. Steiger, du hast Faruko mitgebracht und der Name, oder der Titel heißt Crippy Kush. Das lässt sich schon mal darauf schließen, dass es da um Drogen geht. Ich bin auch gespannt. Latinos haben es drauf eigentlich. Das bezweifle ich ganz stark, weil es in Kolumbien eigentlich fast nie um Drogen geht. Also da geht es eher um so politische Themen und so. Aber ich glaube, der ist ja auch überhaupt nicht aus Kolumbien, sondern der ist aus Puerto Rico. Puerto Rico, da ist die Party. Oder vielleicht lebt er auch gerade. Vielleicht lebt er auch gerade in Kolumbien. Wer weiß das schon? Ach, wollen wir den gleich spielen oder willst du dann noch kurz was zu sagen? Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich bin einfach nur auf diese... Guck mal, ich war jetzt letzte Woche, waren wir hier auf einem Strandfest und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, das klingt jetzt wie moderne Musik und nicht wie diese 90er-Jahre-Rap, den ich letzte Woche präsentieren durfte. Und dann bin ich... Und diese moderne Musik, die findet einfach eher in Reggaeton statt als bei Rap. Und dann habe ich Colombian Reggaeton eingegeben und von dieser Seite spiele ich jetzt einfach wahllos Lieder. Goddamn, ich dachte, du hast dich auf der Straße wieder informiert und hast endlich coole Leute gefunden, die coole Musik hören beim Friseur oder so. Ja, ganz ernsthaft, also es ist immer wieder, taucht es auch auf, aber wir rasen ja durch dieses Land und man ist dann in diesen Bussen und manchmal diese Busfahrer, die hören einfach nur diese traditionelle Musik. Und durch die Coca-Blätter im Tee kann man sich auch nicht so viel merken. Ist dann, ach, ist alles so ein Scheideweg. Da guckt man auf jeden Fall manchmal durch diese Welt hindurch. Und im Dschungel war es ein bisschen witzig, da rennen die ganze Zeit irgendwelche Leute die Berge hoch und runter, die halt diese Camps auch miteinander verbinden und versorgen und irgendwelche Sachen hin und her tragen müssen. Und der eine hatte wirklich so eine Gummistiefel an, rennt da diesen Berg runter und so ein Transistorradio in der Hand und hört ganz laut irgendwelche kolumbianischen Trap. Das war ganz lustig, aber der war wirklich so schnell, den konnte ich nicht fragen, was er da hört. Aber er hatte Gummistiefel, er hat sie ja wohl eingeholt. Bitte? Ich sag, er hatte Gummistiefel an, er hat sie ja wohl eingeholt. Diese Leute sind so schnell, du kannst sie. Das war auch so witzig, weil wir sind ja zurückgekommen, total abgekämpft, durchnässt, dreckig, stinkend. Und dann sieht man die nächste Gruppe, die halt losläuft in diesem Dschungel. Und die haben dann diese Hightech.
Under Armour Klamotten an, weißt du, so richtige Sportkleidung, Nylon verstärkt, doppelte Schweißnaht und Belüftung und alles. Softshell. Du weißt, sie sind den Leuten mit diesen Gummistiefeln einfach heillos unterlegen. Aber gut. In diesem Sinne, Faruko mit Creepy Kush. Creepy Kush. Featuring Bad Bunny. Boah. Stabiler Name. Ganz böse Hase, Alter. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Themen der Woche. Themen der Woche, Steiger. Ich habe mir richtig viel rausgesucht, aber bevor ich hier anfange, sag du doch erstmal, was du mitbekommen hast die Woche im Dschungel. Gibt es irgendwelche Deutschrap-Themen, die den Dschungel geruled haben? Also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Dieser Indigene, der uns da geführt hat, hat gemeint, wenn er Koka nimmt, dann ist er so quasi wie im Internet unterwegs, weltweit. Und kann Dinge sehen, die andere sehen. Aber von Presto und Mert hat er mir zum Beispiel nichts erzählt und von Bushidos Altersvorsorge hat er auch nichts erzählt. Das hat mir wieder Rap-Update geflüstert. Wobei ich wirklich sagen muss, dass die Altersvorsorge von Bushido ja überhaupt keine Neuigkeit ist. Das weiß doch schon jeder, dass er 100 Wohneinheiten in Rüdersdorf hat. Was? Rüdersdorf, wo ist Rüdersdorf überhaupt? Rüdersdorf ist da, wo meine Oma geboren wurde. Das ist die, da kommen genau. Die Pakete an, die da, nach Berlin kommen. Da, wo ein Zementwerk ist. Da ist ein Zementwerk. Ja, genau. War da. Da ist sie immer zur Schule vorbeigefahren und dann war, also rechts war Zementwerk und links war irgendwas Schwarzes und dann war sie immer von einer Seite schwarz, von einer Seite weiß, hat sie erzählt. Aber das kann auch so eine urbane Legende sein. Ich weiß nicht, ob ihr das glauben sollte. Ich glaube wirklich, weil so ein Zementwerk staubt einfach wahnsinnig. Ey, natürlich. Das ist vor allem in den 50ern denkt man nicht, dass irgendwer einen Scheiß auf Kohlenstofffilter oder so einen Schwachsinn gegeben hat. Ey, entschuldige mal bitte, die beste Geschichte kann ich dir erzählen von der innerdeutschen Grenze. Da haben die im Westen ein Kohlekraftwerk gebaut mit dem 300 Meter hohen Schornstein bei... Und im Osten sind alle schwarz geworden. Grenzübergang. Und der 300 Meter hohe Schornstein haben sie nur deshalb gebaut, damit der ganze Dreck in den Osten fliegt. Das ist diese Bastard. Der ist hart. Das sind also die Themen der Woche. Wie sieht's mit deiner Altersvorsorge aus? Meine Altersvorsorge? Keine Ahnung, ich werde noch irgendwann stinkreich, ist mir egal. Dann brauche ich sowas nicht. Das habe ich mir einfach irgendwann überlegt. Ich habe mal so ein. Du musst Vermieter werden. Aber ganz ernsthaft, du willst doch nicht in Rüdersdorf Vermieter sein. Dann kommen die ganze Zeit diese Leute. Aber der kümmert sich doch nicht darum. Da wird irgend so eine Firma eingestellt, die Leute nicht zurückruft, wenn die Tür kaputt ist, wie bei mir. Und das war's dann. Ich habe seit 2-3 Tagen einfach ist kein Schloss unten am Hauseingang. Und heute Morgen hat schon dreimal der gleiche verwirrte Penner geklingelt bei mir. Aber ist doch ganz geil, wenn du den Schlüssel vergessen hast, einfach Bombe. Auf jeden Fall, davor haben die Leute einfach so Kaugummis und so reingesteckt damals nicht. Aber wie gesagt, heute ist schon dreimal der gleiche Penner an mir im 8. Stock so klingeln gekommen. Und hat gesagt, ich habe einmal aufgemacht irgendwann, weil ich dachte, okay, vielleicht will er was. Und hat er gesagt, oh nee, wollte ich gar nicht. Sorry. Und ist gegangen. Ach so, ich dachte, du siehst nach mehr Geld aus. Schade. Ich dachte auch, so tut er nur so und er guckt jetzt, wann ich da bin und will meine Playstation klauen oder so. Aber ich glaube, diese 400 Euro so rechtfertigen mich einfach. Hast du eigentlich wirklich nur ein Zimmer? Ich habe nur ein Zimmer. Wirklich, wir haben nur ein Zimmer. Also es ist kein Image. Der Song ist 100% Realität. Nice. Richtig nice. Also geht, aber so, wenn man durchzieht, dann wäre es schon irgendwann 1,5, oder? Hoffentlich, Digga. Inshallah, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber ich glaube, Ende des Jahres gebe ich ein bisschen ImmoScout 24 Gas. Und gehe auf ein paar Besichtigungen mit 100 Engländern, Digga. Das wird scheiße. Das wird scheiße. Das wird richtig scheiße. Gut, ey, aber die Woche. Ein Bett hast du schon. Was habe ich? Oder schlaftest du auch? Ein Bett hast du schon oder schlaftest du auch auf dem Boden? Jetzt mittlerweile, die neue Wohnung ist schön eingerichtet. Ich habe sogar so eine Wandhalterung für meinen Fernseher, die man so schwenken kann zum Bett und zum Dings. Lifestyle einfach. Lifestyle of the rich and famous. Einfach Dings. Ich fühle mich ein bisschen wie P. Diddy damit auch. Aber ist schon ein großes Zimmer dann, ha? Wenn man vom Bett zur Couch schwenken muss, dann sind da schon so. Da 20 Quadratmeter, da reden wir schon von 20, wir sehen schon von Quadratmetern im zweistelligen Bereich auf jeden Fall, Steiger. Also wenn du stolperst, fällst du nicht direkt gegen die Wand, bevor du aufprallst auf den Boden? Nee, Mann. Okay. Das ist dann in New York so, wo man so $1,000 zahlt oder so für den. Aber dafür sind die Zimmer ja da in die Höhe gebaut, dafür kannst du dann nach oben die so, weiß ich nicht, so olympische Ringe oder so ranmachen. Und dann so ein bisschen so, oder Leute, die ihr Fahrrad so an die Wand machen im Winter. Ey, ein Kumpel von mir, der in New York so ein Jahr gelebt hat, hat gemeint, die Stadt ist so in die Höhe gebaut, dass du, wenn du genug Geld hast, musst du den Boden nicht mehr berühren in New York. Du kannst nur von Dach zu Dach, Treppe zu Treppe und Helikopter zu Helikopter laufen. Ach so, Helikopter zu Helikopter, ja okay, das kann man dann aber auch in jeder Stadt machen, wenn man Geld hat, oder?
Gibt es in jeder Stadt genug Wolkenkratzer, dass es sich lohnt? Helikopterlandeplätze, Dicker? Ja. Ich weiß nicht, Dicker. In Berlin gibt es keine, da gibt es ein Helikopterflugverbot. Was? Und was macht ADAC immer auf dem Oranienplatz, wenn jemand sich vom Fahrrad fällt und so? Wenn jemand keine Ahnung, Sondergenehmigung. Angela Merkel hat auch Helikopter. Ekelhaft. Schlamm, lass die sich rausnehmen, Alter. Und wir hier unten, Alter, müssen laufen oder Bahn die fahren. Die halten uns unten. Die wirklich? Halten uns unten. Gerne. Ich sag's dir, ja gut, das waren gute Themen der Woche. Ich fand diese Woche zum Rappen wieder viel passiert. Jetzt war Steiger ernsthaft. Ist irgendwas in der Rap-Update-App, weswegen ich sie eigentlich hätte aufmachen sollen oder lohnt sich gar nicht? Kid Creole. Das, hat jemand abgestochen oder so? Der hat einen Obdachlosen erstochen anscheinend. Wirklich? Dicke. Aber kennt den jemand überhaupt noch? Wieso noch? Kennt ihr den mal jemand? Ich kannte ihn nicht, ich muss es nachlesen. Ja, das ist bestes. Irgendeiner von Grandmaster Flash. Ja, also Cousin von Grandmaster Flash oder okay, so. Okay, Alter, jetzt wird's ja interessant. Naja, gut, nee. Also weiß ich nicht, Alter, wenn jetzt von allen 40-Jährigen die Cousins irgendwie wen abstechen, dann können wir lange Rap-Update runterscrollen. Die so. Ich glaube, Grandmaster Flash ist eher so, ja. Der ist 57. Ja, was auch immer, das ist ja, nimmt sich ja alles nichts. Ab 40, Alter. Mhm. Dicker, ob ich für Neymar 220 oder 44 Millionen bezahle, merke ich gar nicht. So. Eben doof. Mhm. Ey, stimmt, Neymar ist gewechselt diese Woche. Hast du schon gehört, was er so alles rausgehauen hat? Nee. Er meinte zum Beispiel bei Barcelona, was ich bekommen habe beim Peanuts, wie soll ich von 300.000 die Woche leben? Der Bastard. Und er kommt richtig aus dem Favela, ich glaube, er kommt richtig aus dem Ghetto einfach nur. Ja. Er weiß ganz genau, wie man von 300.000 Euro im Monat lebt. Könnte man hinbekommen. Ich glaube, er weiß, wie 300.000 Leute von 300.000 Euro im Monat leben können. Wow. Naja, so viel zu diesen ganzen Rappern und Fußballspielern und wie sie sich verändern und was. Eigentlich, wenn man über Fußballspieler redet, ist ja auch so ein bisschen Rap-News, weil viele Rapper reden ja auch. Seit Dings, Dicker, seit Fußballvergleiche. Seit Afro-Trap Part 3. Afro-Trap Part 3. Das ist auch geil, das hat Presto auch in dem Interview gesagt. Ja, also, das war jetzt doof. So, alle sagen mir, ich springe auf den Afro-Trap-Zug auf, aber ist ja Quatsch. Ich habe das ja schon einen Monat vor Palm aus Plastik schon als Afro-Trap rauskam, Part 2 oder so, habe ich mir schon gedacht, ja, das mache ich jetzt auch. Und dann ist halt doof, dass dann auch Palm aus Plastik kam, aber ich hatte schon davor die Idee. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich habe so mein einer Song so ein bisschen Reggaeton-mäßig, aber ich höre immer mal wieder diese Latinos, die haben es einfach drauf. So. Ey, ehrlich gesagt, ich finde, dieser Rhythmus ist viel zu krass, um ihn nicht irgendwie zu verwenden. Ist halt dann nur dumm, wenn du den gleichen, wenn du dir wirklich so einen Drumloop nimmst, der so den schon zehnmal benutzt wurde. Okay, So, deswegen finde ich auch die Raff-Sachen so relativ smart gelöst, weil er halt das so ausproduziert, dass es sich nicht irgendwie anhört wie. Und am Ende des Tages, wenn der Song geil ist, ist der Song geil, Dicker. Und, so ist das. Verstehst du? Und der Groove der lässt er noch ein bisschen so. It gets you going. War Groove jetzt Flow bei dir? Oder? Groove ist Groove. Ah, okay. Generell, cool. Aber auch Flow. Flow sagt man nicht mehr. Okay, cool. Was heißt Flow? Flow, Groove heißt das. Ja, okay, Dicker, nochmal. Gut, wollen wir jetzt noch irgendwas oder soll ich einen Song? Ich kann einen Song machen, mir ist egal. Goosebumps von Clandestino. Ist das ELM. Ein Cover? Das ist wahrscheinlich auch, oder? Ich möchte mich gerne hinsetzen hier. Das Latino für unseren Freund Berkan. Der kann sich da neue Grooves klauen. Wirklich? Direkt? Denkst du, er klaut Grooves? Clown Club in Deutschland übertrieben. Nein, der produziert es auch so krass aus. Nein, ihr wisst doch, Clown funktioniert auch richtig gut in Deutschland, Dicke. Vielleicht sollten wir einfach alle damit anfangen. Und KIZ waren die ersten Clown-Rap auf Deutsch. Egal. habt ihr diese Videos gesehen, die Woche rumgegangen sind? Von der Flair-Hook zum Beispiel, die 1:1 ja, habe ich gesehen, ja. Und da gibt es ja diverse Beispiele. Aber ist relativ in gerade, ja, sich einfach so Songs zu nehmen und sich denken, ach, 20 Millionen wird schon keiner merken, wenn ich da einfach die Hook beite, so, scheiß drauf, wer soll's sehen? Ja, soll einer runterschreiben? Ich habe mich inspirieren lassen, soll doch einer runterschreiben. Ich finde, wenn man dann drauf aufpasst. Respekt ist eine Hommage. Das ist nicht Clown. Das ist eine Hommage. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man damit umgeht. So. Wenn jemand sagt, ey, das ist doch von Dings und Dings nachgemacht und er einfach sagt, ja, Mann, geil, wa? So, Digga, was soll man da sagen? Direkt mit auf den See, Digga. So, ja, Mann, feierst du auch? Ich feier auch. So würde ich das machen, Digga. Mann, ey. Nun gut, dann lass uns mal hier den kolumbianischen Reggaeton hören, Stegi. Ey. Ach so, ist auch auf den Goosebumps-Lied auch noch. Wird ja immer schärfer, Alter. Das machen aber Latinos 4, Digga. Featuring ja. Lioness. Ist die Lioness von Reptile damals? Ah, nein, ist, glaube ich. Nee, das war Lion Lady. Tengo tanta foto tuya, toda desnuda, que puedo. Ja, ey, den spanischen Kendrick fand ich am besten. Wirklich, coole Ideen haben die in Lateinamerika. Da geht's ja richtig ab, Alter. Den Groove habe ich ja noch nie gehört. Und den Beat. Also,
ja, es ist gerade relativ hoch im Trend. Also diesen Flair-Song, Alles für die Gang. Wie heißt der Song? Gang bleibt für immer? Gang für immer, glaube ich. Gang für immer, glaube ich, ja. Der produziert von Remo, so ein Sänger aus Stuttgart. Ich habe den auch mal kennengelernt, der auch Beats macht und der halt mit den Beats so auch seine Hooks gleich mitverkauft an die etablierteren, sage ich mal. Er schickt dann eher so Beats an Flair, an Azad, an keine Ahnung, so Kandidaten halt. Kenn ich auch, netter Zilla. Typ. Und ja, netter Typ, aber hat anscheinend diesen Song Money Go von Belly und Travis Scott etwas zu oft gehört und dann gedacht, ach, merkt schon keiner, wenn ich 1:1 den Text, den Flow, die Melodie und den Beat kopiere. Und den Song hören wir jetzt mal. Also letzte Woche haben wir Gang für immer gespielt, diese Woche das Original Money Go von Belly und Travis Scott. Wer ist Belly eigentlich? Er hat auf jeden Fall Belly. Er ist so ein kleiner Charlie White. All this money Red come and go. Son of a bitch. Aha. We ain't found shit. Yeah. Die wundersame Rap-Woche. Maulian Steiger, Battle of the Ear. Dann sag das doch on air. Wir sind doch jetzt on air, Steiger. Jetzt sind wir on air. Also ach Mann, ey, wir sind schon wieder on air. Ich wollte was wolltest du gerade sagen? Ich wollte Remo gar keine sagen. Ehre, wolltest du gerade sagen? Du ekliger. Nee. Ich wollte sagen, ich bin kein Fan von in der Öffentlichkeit haten auf jeden Fall. Nee, überhaupt nicht. Bin kein Fan von in der Öffentlichkeit haten, bin aber auch kein Fan von in der Öffentlichkeit biten. Sowas finde ich noch fast genauso peinlich beides. Aber das ist doch gar nicht gebitet, das ist eine Hommage. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist einfach deine Ehre, weißt du so. Sorry, Steiger. Mir hat auch ein Typ diese Woche geschrieben, hieß bei Instagram SpongeBoss Bikini Bottom Mafia Fanpage. Da habe ich ihn gefragt, Junge, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Warum heißt du eigentlich SpongeBoss Bikini Bottom Mafia? Dann hat er gemeint, dann hat er so mit mir rumdiskutiert, warum SpongeBoss geil ist. Und ich war so, Junge, das kann ich denn ernst sein. Dann meinte er, ja, außerdem verarscht er damit Gangster-Rap voll. Er ist seine Hommage an die Gangster-Rap-Szene. Nein, ist es nicht. Ich denke, du verstehst nicht. Nee, bist 13. Er verarscht die Gangster-Rap-Szene und es ist eine Hommage an die Gangster-Rap-Szene. Gleichzeitig, da kriegst du erstmal hin. Ich habe noch nie angehört, tatsächlich. Aber diskutierst du richtig mit Fans? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich irgendwie gerade 5 Minuten noch auf meine Freundin warte, weil sie irgendwie ihre Haare föhnt oder so, ich gönne mir schon Instagram Direct Messages. Die meisten schreiben dann so Sachen, auf die du nicht antworten möchtest einfach. Einfach nur so oder so. Hässliche Smileys. Aber wenn so Leute Fragen stellen, natürlich. Wenn die Fragen stellen, mache ich auch. Also am besten finde ich, wenn die dich posten oder so, einfach das Beste sind Emojis, weil dann kannst du einfach Bizeps, Feier, danke. So. Aber sobald ich merke, dass Leute so versuchen, ein Gespräch anzufangen, so hey, was machst du, so, dann antworte ich nicht so. Also sorry, hey, was machst du, ist halt auch sehr stark auf jeden Fall. Fragst mal deine richtigen Freunde, aber was die gerade machen. Aber ich antworte immer eigentlich fast. Locker. Also man braucht sich da auch nicht so zu cool vorkommen. Nicht, zu cool ich glaube, manche Leute wollen sich ein bisschen zu cool. Aber du meinst, wir haben ja schon geredet, vielleicht muss man sich als 3 Tage nicht zurückrufen erstmal. Ich wollte gerade sagen, so wie Jesus. Und als Star muss man so ein bisschen rar machen und so ein bisschen so ein Mythos um dich rumzuwahren, weißt du? Wenn du einfach so schneller zurückschreibst als Kevin, der Coole aus der 10C, so, dann ist auch. Dann ist auch scheiße so. Dann bist du halt uncooler als Kevin. Aber Jesus hat das eigentlich ganz cool. Jesus hat das ganz cool gemacht, ha? Also mit diesem Rahmen machen. Jesus war ja, diese 3 Tage weg und bam, da bin ich wieder. Prank. Prank. Ach so. Diese 3 Tage weg, aber das war schon relativ spektakulär inszeniert. Ich glaube auch, dass da die Leute noch ein bisschen drüber geredet haben. Ich glaube auch ehrlich gesagt, diesen Stein vor seiner Höhle, ich glaube, da haben halt seine Freunde einfach geholfen. So. Den hat er nicht alleine weggerollt, sind wir ehrlich so. Er war jetzt kein Pumper. Dein Opa hat die Steine weggerollt. Mein Opa hat die direkt in den Teich gerollt. Was soll der Scheiß hier? Komm, jetzt haben wir hier eine Insel. Das Ding ist, früher, wohl vor Social Media und so, war es ja so, also es war ja unverweigerlich. Es musste ja so sein, du konntest ja einfach nicht irgendwie die Rolling Stones anschreiben und die haben zurückgeschrieben oder so. Die haben sich so oder so rar gemacht. Es gab nur so ein Interview oder so. Und ich wäre auch voll gern so, aber ich bin einfach zumindest zu langweilig dann irgendwann und dann tweete ich irgendeine Scheiße. Natürlich. Und dann ist wieder vorbei mit dem so. Mit dem Frank Ocean, weißt du, der macht so alle 6 Monate, postet ja so einen Satz auf seinem Tumblr und so und die ganze Welt rast aus einfach nur. Das ist auch echt cool, Alter. Also ich finde, man darf schon nicht übertreiben. Also wenn man jetzt alle 3 Minuten irgendwie so einen nervigen Halbsatz postet, dann. Irgendwann sind, glaube ich, auch Leute genervt. Zum Beispiel Alias bin ich entfolgt irgendwann, weil der so nur noch retweetet hat und dann auch so belanglose Scheiße teilweise gepostet hat. Dann dachte ich mir, ach. Ich glaube auch, mir sind echt viele Leute deswegen entfolgt, habe ich die Vermutung, Digga, bei Twitter. Aber so. Ich glaube, deswegen folgen die auch extrem viele Leute. Das kann auch sein, weil wenn ich meine Musik poste, kriege ich viel weniger Likes, als wenn ich einen behinderten Spruch poste. Ja, das ist ja Nichts-Gönner.
Ich glaube, die Leute haben einfach kein WLAN auf Arbeit, um sich den ganzen, das ganze Video reinzuziehen und denken, ach scheiße, Mann. Also den Satz kann ich jetzt retweeten, aber dann jetzt irgendwie 5 MB verballern jetzt für das neue Video. Das, nee, das ist wie bei Dings, das ist wie bei Instagram, so Selfie, ja, 600 Likes, hier ist mein neues Video, 200 Likes. Obwohl Selfie oben ohne, 1000 Likes. Arschbacken-Selfie. Startseite Instagram. Nun gut, guck mal, eigentlich sind wir hier seit 5 Minuten in der Album der Woche Kategorie und wir haben dein Album als Album der Woche genommen, weil wir dachten, hey, geil, Digga. Hey, hey, hey. Geil, danke schön. Du bist schon mal hier, dann können wir ja vielleicht mal direkt dich fragen, was hier eigentlich so geht. Du hast schon zum ersten Song hast du schon gespoilert, du hast wirklich nur ein Zimmer und die Story, dass du ackerst, um deiner Freundin Sachen zum Geburtstag zu kaufen, die ist wirklich, das ist keine, das soll sich nicht schön anhören und romantisch für kleine Mädchen klingen, die es das dann reposten, sondern es ist wirklich die Wahrheit. Es ist einfach nur die Wahrheit, Digga. Ich bin kein Fan von sich, also meine Texte sind meistens so ein bisschen aus dem Leben gegriffen und weniger Selbstdarstellung. Und du, ich glaube, du könntest mich jetzt zu jeder Line in dem Song was fragen und ich würde dir die erklären, wie sie aus meinem Leben gegriffen ist. Okay, ich acker, wie ist die aus deinem Leben gegriffen? Wie ackerst du? Ich acker, ich Nebenjob hier. Musik machen da. Hast du einen Nebenjob? Ich hab einen Nebenjob, Digga. Du hast doch eine Show. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Wirklich? Ja, ja. Lüg doch nicht. Ganz traurig, Digga. Wo hat man denn um 14 Uhr Schluss? Das ist ja perfekt. Digga, ich mach so 15 Stunden die Woche. So. Ah, okay. Also ich hab früher mehr gemacht. So. Okay. Jetzt ist nur so 10, 15 Stunden so. Und in der Promophase halt, wie ich Zeit habe. So. Ja. Wenn jetzt Hansi mir morgen sagt, du? Ich bin am Empfang von so einer Werbeagentur und geh ans Telefon und bestell Essen und nehm Pakete an und so einen Scheiß. Geil, ja, ja, okay. Und mach Kaffee. Gibt es auch Schlimmeres, ehrlich gesagt. Ich sage immer, es gibt auch Leute, die lutschen Schwänze für Geld. Wenn man es von der Seite betrachtet, ist super Job. Bisher nur einen Schwanz gelutscht und der war echt auch ganz okay. So. Nein, ich will jetzt nicht vorweggreifen, ob ja oder nein. Aber nein, wollen wir den Song mal hören? Liebend gerne, also lass den an. Weil ich finde, das ist zum Beispiel Musik da, das kann man auch im Radio spielen, ohne irgendwie ironischen doppelten Boden oder so. Ohne jetzt, hey, guck dich mal den Track, sondern das ist einfach auch schöne Musik, so für im Radio, für im Autoradio rumfahren und ein bisschen cruisen, fett gute Laune, Fenster runter, Arm in den Wind und dann so Wellen machen und wuhu. Dankeschön. Ich muss dir das mal mitgeben nächste Mal, weil ich glaube, das ist zu deiner Musik, macht sich das sehr gut. Ich habe so ein vom Kumpel geschenkt bekommen, so ein kleines Brett, das ist so wie so ein Surfbrett. Das machst du so an deine Finger ran und dann kannst du so die Waves riden. Ja, ja, genau. Nice, das ist Digga. Halt der Shit, so ein Fingerboard für die Luft, Digga. Für die Luft. So ein Hoverboard, Digga, für die Finger. Hoverboard, wirklich, es gibt's. Krass. Aber ich gebe trotzdem danke für das schöne Kompliment, Digga. Ein Zimmer ist alles, was ich habe. Das waren die letzten 10 Sekunden von Ein Zimmer von Brücken. Falls ihr Flux auf M hört, eigentlich den ganzen Tag euch in die ballert und euch denkt, hey, dieser Groove hat mich irgendwie gecatcht. Irgendwie war das genau das Richtige, um gerade Auto zu fahren. Und ich weiß auch nicht. Ich würde gerne mehr davon hören. Dann googelt doch BRKN, denn Berkan hat seinen Namen in einem ganz modernen, wie heißt das nochmal? Steiger, wenn man so eine Abkürzung macht. Akronym? Wenn die Vokale einfach weg. Ein Akronym, ich genau. Ich glaube, das macht man im Arabischen auch. Und im Hebräischen gibt es das auch. Im Kroatischen auch. Solltest du eigentlich wissen, als. Im Kroatischen haben sie die Vokale ganz gestrichen. Verboten. Gibt's gar nicht. Gesetzlich. Ey, ich hab's tatsächlich mit so 16 oder so gemacht, dieses Brücken. Und, jetzt muss ich mir immer anhören, du hast ja ganz modern Style deine Vokale weggelassen bei deinem Namen. Ich denke mir immer, Mann, Alter, scheiße. Wäre ich mal früher schon so groß gewesen. Berühmt geworden, so, dann hätten halt alle gesehen, wie krass ich meiner Zeit voraus gewesen bin. Dann wären alle so, oh, er hat im Brücken-Style abgekürzt. Ah, okay. Ja. Ach Gott, ja, du sagst seit 16 oder was? Seit 16 Jahren machst du schon Musik? Du bist 32 jetzt? Nee, du machst seit du 16 bist Musik, ja? Nee, ich glaube seit ich 11 oder 12 bin, aber ich hieß noch am Anfang. Wirklich? Unfassbar, aber. Am Anfang hieß es noch nicht so auch, wie du wirklich. Du hast ja relativ spät angefangen so zu rappen und so einen Scheiß, oder? Also Rap voll spät, ich habe halt so mit 13 mal Beats gemacht, dann wieder so keinen Bock gehabt, dann mit 15 mal Beats gemacht, dann wieder keinen Bock gehabt, so, aber. Ah, okay. Also so seit 12, Alter, das ist schon eine Ansage. Dann macht auch Sinn, dass du so, im Fleisch hast mittlerweile, das ist ja, so fein. Also mit 6 hatte ich das erstmal Klavierunterricht tatsächlich, aber das ist ja, weil irgendwie meine Eltern hatten ein Klavier, weil irgendwie mein Vater hatte einen Kumpel, der ist umgezogen und wusste nicht wohin mit seinem Klavier. Er meinte, geil. Und dann habe ich mich schon immer rangesetzt und dann meinte meine Eltern, ja, wenn er schon immer so eine Scheiße spielt, dann soll er auch irgendwann was Schönes spielen. Lass sie mal Unterricht klar machen. Irgendwann mal mit 6, dann jetzt reicht, bis ich langsam erwachsen werden, bis ich mal Gedanken um meine Zukunft machen, jetzt nicht. Langsam, kommst mal in die erste Klasse. Ich glaube, wir haben mit 12 oder so angefangen, so irgendwelche Drecksprogramme, Magic Music Maker oder irgendwelche Demos oder so, und so Beats zu machen, glaube ich.
Aber am besten waren die Magic's Music Maker Beats, die, du hast ja noch so eine Samplebank dazu bekommen, ja, und ja, einfach wurde einfach nur fertig, so, das waren so 100. Nur Loops reingezogen einfach und dann nur so fertig, krasser Beat, Dicker. So. Aber ich habe mir jetzt neue Loop-Packages drunter geladen, jetzt werden meine Beats noch besser. Überkrass. Aber vorher war sogar Magic Music Maker nur auf Dings, war, haben Sido und so erzählt. Nur auf Playstation, Dicker. Ja, ja. Überkrass. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Gab es dann 3 Beats oder was? Und, aber mittlerweile produzierst du auch alles selber? Immer noch, ja. Immer noch. Und ja, die Platte spielst auch Instrumente ein und... Ich spiele auch Instrumente ein, und wenn ich ein Instrument nicht gut genug einspielen kann, dann hole ich mir jemanden, der das macht. Schütz. Und ja, die Platte ist komplett selbst produziert. Dabei wollte ich das eigentlich gar nicht, aber am Ende war ich auf einmal fertig und dann, ja okay, ist fertig jetzt. Ja. Hast du nicht gedacht, ah, wäre vielleicht geil, wenn DJ Desi nochmal rüber geht oder so, oder irgendwer sich, irgendein namhafter Typ sich ransetzt, Rick Rubin oder so, und dann nochmal alles rausfeilt, sagst du, ey, das finde ich, das ist gut so. Manchmal, wenn du seit Monaten an dem gleichen Song sitzt und den fertig machen musst, denkst du dir tatsächlich so, Dicker, jetzt ein frisches Paar Ohren wäre eigentlich nice, so. Mhm. Aber dann ist es auch so, Dicker, das ist mein Baby, da lasse ich nicht jeden einfach jetzt mit seinem Stift so rüberkrakeln. Und dann ist so, scheiß drauf, ich mach erstmal selber und nächstes Mal suchen wir uns dann ein. Und das war nämlich genauso beim ersten Album, beim zweiten Mal habe ich dann wieder vergessen. Aber also wenn ihr da draußen mit diesem Sound etwas anfangen könnt und euch denkt, Mann, mein neues Paar Ohren hätte jetzt das und das noch zusteuern können, dann schreibt ihn an auf Instagram. Manchmal, wenn ihm langweilig ist, dann antwortet er auch. Ich bin häng ein bisschen zu viel am Handy auch gerade zur Zeit. Ja. Bestimmt antworte ich. Irgendwann hören wir jetzt von dir. Irgendwann, Digga. Ich mag den Song. In den ersten 10 Sekunden. Ich freue mich voll, dass der Song endlich draußen ist, weil ich mag den übertrieben. Gebt ihn euch. Irgendwann. Okay. Das ist meine Lieblingsstelle, Digga. Die Stelle. Also, diese hinten, die Bläser und so, da hast du Leute für oder kannst du sowas ein bisschen? Das, ich kann Saxophon spielen, aber das sind tatsächlich Trompeten, die mein Kumpel Berti eingespielt hat. Und er war eigentlich für einen ganz anderen Song. Berti, Bergan, ihr seid echt eine stabile Crew, Alter. Dings so. Stabile Gang, also, er ist so der Cousin von einem anderen Bekannten, so. Also ich kenne ihn nicht so gut. Wie heißt der? Rudolf oder so? Oscar, nice, Oscar. So, Berti ist der Cousin von Oscar, so. Und er war wegen einem anderen Track da und ich meinte, warte mal, Digga, du hast doch Trompete, ich hab noch so ein latinomäßiges Ding da, irgendwas können wir doch da noch reinmachen, so. Fett. Und dann habe ich gesagt, spiel mal dem, den, der, den. Und jetzt ist meine Lieblingsstelle geworden. Also absolut. Falls ihr diese Stelle auch sehr schön fandet, dann folgt Berkan einfach auf Instagram, ja, auf Twitter. Teletext auch sehr lustige Sachen. Kann ich persönlich bestätigen, ich folge Berkan seit ungefähr einem halben Jahr und Steiger ist schon wieder aus der Leitung geflogen. Ihr müsst nochmal anrufen. Ja, na komm, pass auf. Was ist für ein Internet in Kolumbien, Alter? Ich weiß nicht, aber... Wir haben super Kokain, aber scheiß Internet, Dicke. Ja. Wer wird am falschen Ende gespart, sag ich immer, ne? Vielleicht einfach mal ein paar weniger Menschen da in diese Drogengeschäfte verwickeln und ein paar mehr Leute irgendwie für Telekom, zu Telekolumbien oder so. Naja, Verbindungsaufbau. Ach, egal. Komm, lass den nächsten Song hören. Schön. Schön. Den habe ich noch gar nicht gehört. Ist der schon draußen? Nee, das ist jetzt Exclusive World Premiere, Dicker. DJ Drama! DJ World Premiere. EPMD, aber war auch mal World Premiere. Ja, jetzt genau so. Du kannst auch gerne ein bisschen so rumschreien, so DJ, ja, ja. Mauli, Dicker. Ist ein schöner Song, aber ich finde es jetzt komisch, den vorher zu erklären oder so. Der erklärt sich eigentlich so von selber. Ist ein bisschen sozialkritisch auch und so. Mit Sozialkritik. Okay, dann hören wir den gleich, wenn die Steiger anrufen und ihr... Habt einen nahtlosen Übergang und gleich wird er wieder da sein. Ja. Als wäre nicht. Ihr gewesen. Wollt alles schön. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Das war ein sommerlicher Vibe, oder? Bricken? War nice, Digga. Also, ja, Kid Ink aus der Zeit, als er noch nicht so peinlich war und mit DJ Mazzard irgendwie gedacht hat, er muss jetzt die Eulen im Club flachlegen. So, das ist so von, keine Ahnung, von vor 5 Tapes oder so. Ah, okay, das war Kid Ink. Ja, richtig. Ja, ja. Okay, sorry, ich muss noch Radio-Reihenfolge checken. Genau, da oben so. Sind wir gerade. Wir haben ein bisschen durcheinander aufgenommen, weil Steigers Verbindung zwischendurch nicht so da war. Aber jetzt ist er da und er hat die Claim mitgebracht. Weil es Guy featuring Aloe Black. Ja, alter Typ, die Claim, war bei der Liquid Crew schon dabei. Älter als die Flame? Älter als Kid Creole, der gerade einen Obdachlosen gemerged hat. Was man so macht halt mit 60, Nein. Alter. Wenn man seinen Juice gepaid hat, kann man auch ein bisschen ragen, Alter. Wirklich wahnsinnig schöner Song. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen so ein Soulman. Ich bin, ich habe ein kleines... Schwäche für so Leute, die so auf diesem Preacher-Trip sind. Und das ist wirklich gute Soul-Musik. Ah,
Gute Soulmusik. Echt doppelt schade, dass du heute nicht hier bist, weil Brücken hätte dir echt gefallen. Aber das kannst du dir ganz in Ruhe mal auf Spotify anhören, dann mache ich in meine Playlist, Steiger. Dann, du folgst mir auf Spotify, oder? Folgst du mir auf Spotify? Auf jeden. Schon lange. Das heißt, sonst wäre jetzt peinlich geworden. Mit dem Familienaccount. Django Jerry auch, oder? Folgt mir auch auf Spotify. Genauso wie dieser Postbank-Typ, der dir neu hier einen Kredit macht. Ja, der normalerweise Korn hört. Weißt du? Ich höre ja normalerweise auch nicht. Aber Mauli, ja doch, jetzt mittlerweile ganz geil. Boah, Steiger, wo bist du? Wo bist du gerade? Steiger. Bleib gerade stehen, bleib stehen, wo du jetzt gerade bist. Du hast gerade so guten Empfang wie in der ganzen Show noch nicht. Bleib genau da stehen, wo du bist, okay? Ja, ist schon vorbei. Geh, wo du vor 2 Metern warst, geh da nochmal hin. Ja, nein, ich bewege mich überhaupt nicht. Ach ja, du bist ja auch, wir sehen dich ja. Ich glaube, die machen das hier so, die schwenken dieses Internet hier. Ach man, da ja, steht das, immer so einer. Da ist so einer, der zieht so an so einem Seil. Ich glaube, da ist gerade einer einfach mit dem Döner vorbeigelaufen. Und die Alufolie hat so reflektiert zu dir, dass du gerade so für einen Moment voll im Shot standest. Dicker, der kolumbische Döner sei auch der Beste, sagen alle, Dicker. Ja, wirklich. Kolumbianische Pizza ist auch geil. Na gut, ey, wir hören mal hier diesen Aloe Black Song, auf dem ich mich sehr freue. Ich glaube, den mache ich in meine Playlist auf Spotify. Yeah. Folgt mir auf Spotify, Leute. Some other shit connect, gang. Richtiger Kern-Tuna-Shit. Weißt du. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Zitate raten. Ey, Steiger, deine Verbindung wird immer schlechter, weil du sagst, bei dir wachen gerade alle auf in der Hood, ja? Bei dir geht gerade. Wird der Snapchat. Das ist wie. Der Snapchat-Verlauf in deiner Umgebung fängt langsam an zuzunehmen. Das ist wie WLAN im Hotel abends um 10 so. Ja, genau. Das ist okay. Aber hier ist es jetzt morgens um 8 und dann checkt jeder, oh Gott, was hab ich für neue Mails? Wer schreibt mir auf Instagram? Wem muss ich in 3 Tagen wieder antworten und so? Alles Stars. Ach Gott. Ja, dann lass uns mal jetzt wirklich schnell durchziehen. Dann schnapp dir mal 2, 3 Kuckerblätter, kau da ein bisschen drauf rum und dann jetzt den Rest im Speed-Durchlauf, weil das können wir nicht riskieren, dass wir den Rest hier zu zweit durchmachen. Oder du immer wieder so halbe Fetzen von dir gibst. Ja. Nun gut. Zitatraten, was hast du dir rausgesucht, Steiger? Hoffentlich bitte nicht den Präsidenten von Kolumbien, das war echt zu einfach letzte Woche. Ja. Ich habe ein bisschen was anderes rausgesucht. Zitat Nummer 1. Ihr habt ein paar wirklich harte Hombres in Mexiko und ihr braucht wirklich Hilfe mit denen. Ich will euch da wirklich helfen, im großen Stil, aber die Typen müssen ausgenockt werden und ihr habt bislang keinen guten Job gemacht, sie auszunocken. Donald Trump. Hat das gesagt Trump in einem Telefonat mit Mexikos Präsident Enrique Peña? Oder Arnold Schwarzenegger im Film The Last Stand, der an der mexikanischen Grenze spielt? Oder Bruce Willis im Film Stirb langsam 2? Stirb langsam war es nicht, aber ich habe auch an Trump gedacht. Kannst du mal ganz kurz nochmal vorlesen? Ich will es mir einmal mit Schwarzenegger-Akzent und einmal mit Bruce Willis-Akzent vorstellen. You have a good hombres. So. Ihr habt ein paar wirklich harte Hombres in Mexiko und ihr braucht wirklich Hilfe. Ich will euch da helfen, im großen Stil. Aber die Typen müssen ausgenockt werden und ihr habt bislang keinen guten Job gemacht, sie auszunocken. Oder mit amerikanischem Akzent. Ihr habt ein wirklich paar harte Hombres in Mexiko. Ich würde sagen Trump, aber es ist ein bisschen zu wenig Superlative für Trump. Ich glaube Schwarzenegger, ehrlich gesagt. Ich glaube Trump trotzdem irgendwie. Wirklich? Aber das ist vielleicht auch so offensichtlich. So vielleicht over all of the world. Ich weiß, ich glaube Schwarzenegger. Ein paar harte Hombres, Digga, das ist schon hart. Ja, ein paar harte Hombres, aber so schreiben doch Leute deutsche Übersetzung. So deutsche Synchronisation ist doch nur mit so peinlichen Formulierungen voll. Ich glaube, Trump ist auch zu offensichtlich, Alter. Und? Ja, es war Donald Trump. Was? Der hat gesagt, you have got really hard Hombres in Mexico down there. Und ihr habt keinen guten Job gemacht. Ja, okay, das passt schon, Digga. Nee. You didn't make a good job in knocking them out. Boah, ist das scheiße, Alter. Stabiler Typ, Digga. Ja, so reden Präsidenten heutzutage miteinander. Ich ja, so ganz twittern gut. Präsidenten einfach, heutzutage das miteinander. Einfach, viel das besser. Das ist einfach volksnah, weißt du? Ach Gott. Ja. Ey, ich muss kurz in meinen Fotos hin und her gucken. Ich habe mir Screenshots gemacht diese Woche von Lions. Ich finde die gerade nicht. Ich habe diese Woche wirklich sehr viel erlebt. Ich muss dir sagen, ich habe mir Snapchat-Brille gekauft. Weißt du, wie die funktioniert? Man drückt einfach links oben auf den Bügel rauf. Dann filmt die 10 Sekunden alles, was aus meiner Sicht passiert. Also quasi, was ich als Kind mir gewünscht habe, so wenn ich James Bond geguckt habe oder so, ist jetzt einfach für 150 Euro erhältlich. Und deswegen habe ich sehr viel rumgefilmt diese Woche. Okay. Hast du? Bist du bereit? Ich habe es gefunden. Ja. Mach dir keine Sorgen. Mich kriegt schon keiner platt.
Du weißt doch, Engel, nur deine Blicke machen schwach. Sagte das Xavier Naidoo, Matthias Reim oder Casey Rebel? Oh, Digga, ich glaube Casey Rebel. Du auch? Auf jeden Fall nicht Xavier. Ich, Matthias Reim kenne ich nur diesen einen. Könnte gut Casey sein, Digga, keine Ahnung. War Casey tatsächlich. Ja, okay. Ja, na, zu einfach, na gut. Okay. Wie reicht das jetzt? Ich mache diese Telefonate den ganzen Tag und dieses Gespräch hier ist das unangenehmste von allen. Ich habe mit Wladimir Putin ein nettes Gespräch geführt, aber das hier ist lächerlich. Auf Wiederhören. Hat das gesagt? Der Kundenservice der Berliner Verkehrsbetriebe? Angela Merkel zu Christian Wulff, kurz bevor er als Bundespräsident abgelegt wurde? Oder Donald Trump zum australischen Premierminister Malcolm Turnbull? Digga, das muss doch wieder Trump sein, Digga. Ey, das musst du noch mal kurz mit Merkel-Akzent vorlesen, bitte. Was ist dein Merkel-Akzent, Alter? Reicht das jetzt? Ich mache diese Telefonate den ganzen Tag. Ja, ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Nee, obwohl, ich glaube, es muss nicht über Trump gewesen sein. Angela Merkel ist nicht so, so Trump, unverschämt. Trump zu wem? Australischen Präsidenten oder so. Ja, doch. Muss. Wird das schon gewesen sein? Nein, es war der Kundenservice der Berliner Verkehrsbetriebe in einem Gespräch mit mir. Nein, es war Donald Trump natürlich zum australischen Minister. Ich dachte kurz auf so ein unlustiger BVG-Tweet. Wir lieben dich. Hashtag, wir lieben dich. Ja. Ey, ganz kurz, Alter, was mit Trump los diese Woche? Hat er irgendwie Telefonkonferenz gehabt? Warum ist er irgendwie im Handy-Flash? Telefonprotokolle wurden veröffentlicht. Die wurden geleakt. Geleakt von wem? Lieblingspostille der Washington Post. Ach, krass. Ah, warte mal, irgendwas, Huffington Post und The Sun und so weiter, mehrere Boulevardmagazine haben sich diese Woche auch, habe ich vorhin vergessen in den Meldungen der Woche, die offizielle Todesursache, die auch im Todesprotokoll von Prodigy steht, geleakt. Und weißt du, was das ist? Okay, was? Er hat sich an einem verfickten Ei verschluckt im Krankenhaus. Was? Er war im Krankenhaus wegen seiner, und die offizielle das steht in seiner Todesurkunde. Trauer, Alter. An einem verfickten Ei. Also so quasi so ein gekochtes Ei, was er runtergeschluckt hat, oder was? War zu hart gekocht und er ist dran gechoked. Oh, Digga, er hat es einfach nicht genug gekaut. Aber sein Partner hat auch immer gesagt, dass er so schlingt. Er schlingt immer so. Gott. Rest in peace, Junge. Aber was hat er nochmal? So. Sichelzellenanämie oder so? Das hat er doch gehabt, oder? Quatsch. Das hat doch Dings Tupac gesagt. Ja. Also, pass auf. Unser Leben ist so vergänglich, Sterne funkeln und verglühen. Du warst eine Blume, aber Rosen duften und verblühen. Sagte das. Was hast du gesagt? Walter von der Vogelweide. Sagte das Walter von der Vogelweide zur Isolde der Holde. Zu Isolde die Holde. Sagte das Zilla über Mrs. Zilla. Oder sagte das Casey Rebel? Digga, zu Mrs. Casey Rebel. Steiger wusste ohne Antwortmöglichkeiten direkt. Also. Ich schließe mich dann da an, der Erste. Ich glaube, es war Zilla zu Mrs. Zilla. Es war wirklich Zilla zu Mrs. Zilla, ja. Oh, shit. Wie bist du dann vorher schon auf diesen Walter-Typ gekommen? Wer ist das überhaupt? Weil das war so der erste Minnesänger, der so dokumentiert wurde. Er war mies fame im Mittelalter. Ah, okay. Sorry, so. Alter. Unten am war der Zilla, der Zilla. Der Zilla des Mittelalters. Was hat er gesagt? Unsere Liebe ist wie eine Blume. Er sagt, hat er so Songs für sie geschrieben? Gab es da so Songs oder was? Er hat einige Songs geschrieben. Also, ja. Ah. Ich hab's nicht genug verfolgt, Alter. Scheiße. Ach, war auch nicht viel zu verfolgen. Kurz und Intermezzo, nichts Ernstes. Das war ganz kurz Intermezzo, dann war das wieder vorbei. Muss man abhaken und on to the next one. Er hatte das jetzt auch nicht so groß geplant. Nur gut, Steiger. Dein drittes? Ich habe kein drittes. Goddamn. Na gut. Dann habe ich noch ein zweites. Ein drittes. Sorry. Du hast jetzt offiziell verloren. Mehr ist besser, weniger ist schlechter. So ist das nun mal. Also. Ich finde Bombe, dass Steigers Profilbild bei Skype auch so mit Headset ist, damit man ungefähr sich vorstellen kann, wie er gerade vor dem Computer sitzt. Genau so. Das ist doch live. Das ist live. Er bewegt sich nicht. Nice. So sitzt er gerade da. Dafür gebräunt wie eh und je. Extra Respektpunkte, Markus. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass ich so aussehe wie so Marcel Reif, so Sportreporter. Wirklich? Ja, man kann das online fügen. Boah, ich lade nachher dein Profilbild runter, Alter. Damit mach ich was Schönes. Na gut, pass auf. Mach nicht nach, was deine Freundinnen machen. Ehre ist denen egal. Guck, wie viele Freunde die schon hatten. Sagte das. Claire. Einer von den Kanaken-Rappern warst du. Sagte das. Seid ihr bereit? Kurdo, Khatar oder Nate57?
Ey, ich habe die alle drei nicht viel gehört in meinem Leben, aber von so Klischees, was man mitbekommt nach außen, muss es so Kodo gewesen sein. What you say, Marcus Steiger? Mach nicht nach, was deine Freunde machen. Freundinnen machen. Guck mal, wie viele Freunde die schon hatten. Die haben keine Ehre, Leute. Mach nicht nach, was deine Freundinnen machen. Hab nicht so viel Sex in der mit Leuten in Clubs und sowas. Das meint er damit. Guck mal, wie viele Freundinnen. Ach so, das war über Frauen. Zu ja, genau, bleib ein braves Mädchen so. Freundinnen machen. Ah. Das war durchgeschnitten. Okay, ich dachte jetzt, das war ein Rat an die Männer. Die sollen nicht das machen, was die Freundinnen machen. Nein, nein. Vielleicht auch keine das gute Idee auch. Guck mal, wie viele Freunde die schon hatten. Mach mal jetzt nicht mit dem Typen nach rum. Was soll das, Alter? Mach mal nicht mit deine Freundin. Genau, ja. Ach, das dachte ich, so ein Ratschlag an die jungen Männer. Hey, habt nicht so viele Freundinnen, macht nicht so viel. Naja, wie auch immer. Ne, pass also, auf. Es war Kurdo, glaube ich, ja auch. Kurdo und dieser Kurdo, es war Nate 57, aber ja, das war wohl eins seiner letzten. Hast du uns wohl richtig auf die falsche Fährte Lines, Alter, weil Rathaus Lokes hat zugemacht jetzt, letzte Woche. Das heißt ja nicht, dass Nate 57 auch zumacht. Das stimmt. Aber also, Hamburg ist zu für dich. Für mich? Von Nate 57 ist es nicht. Also, sollst du mir sagen, ja? Soll ich dir ausrichten? Okay, Zitate raten durch. Young Dolph, I'm so real. Bist du Fan? Ich habe nicht viel Young Dolph gehört, aber die paar Sachen, die waren ganz nice. Mein absoluter Lieblingsrapper, ich kann es immer nur wieder sagen. Ja, du hast mir auch mal Dings gezeigt. Wie heißt der? Jumped out the Benz and I jump in the land, jump in the and yeah, I hop in your bitch. Wie heißt der auf jeden Fall? Ja, ja. Nicht mehr. 2 Zips, 16 Zips. 16 Zips. Oh Mann, bestes Tape von ihm. Na gut, I'm So Real ist relativ neu und gibt seit einem Monat ein Video dazu. I'm So Real, You Too Fake. See you endlich wieder Young Dolph. Snake. Hey. Schön Auto fahren, Radio oder auch aus aktuellem Anlass auf der Baustelle einfach mal Kofferradio anmachen. Flugzeug FM hören. Du weißt, Baustellen sind immer guter Anlass. Baustellen sind immer ein guter Anlass, um Radio zu hören, Bier zu trinken und Blaumann zu tragen. Machst du manchmal, Digga? So anstatt, ey, lass mal heute nicht Späti oder Club gehen, lass mal Dings. Ich weiß nicht, ein paar Wände abfallen oder so. Ja, im Moment schon. Wir renovieren gerade die Wohnung von einem Freund so und waren halt mit vollem Programm, so Tapeten abreißen mit so 30 Schichten Kleber aber, und sowas. Und alles rausschrauben und alles wegschmeißen und verkackt Wände abschleifen. Und dann, ey, es, ohne Spaß, wir malern gerade und er ist gestern reingekommen und war so, nein, es sieht aus wie von, ich dachte so, wenn man kein Profi ist, dann, ich sag, es gibt keine Profis, Mann, es sind auch alles irgendwelche Bauarbeiter, die keinen Bock drauf haben, so, es gibt sie nicht, wenn man selber Bock drauf hat, dann wird es schon geil, und es ist wirklich, es, also wenn ihr eine, für das richtige Geld, renoviere ich euch die Wohnung, Profi-Level, 20.000, 30.000 oder so, was ich glaube, klar. Ich war auch klar. So, also, pass auf, Lenzmann, was ist das schon wieder, Steiger, was hast du da Kritisches mitgebracht, aus der linken Szene, ein neuer Emporkömmling? So ein Second-Rapper, Digga. Nein, überhaupt nicht. Das ist so irgendwas Englisches, was auf so einen ganz radikalen Beat drauf ist. Lance Mann sehe ich auch gerade, heißt der, ja. Aber es ist doch doppelt Englisch. Nee, es ist eine Frau. Tatsächlich ist es eine Frau. Lance Mann. Ja, Lance sehr gut. Wirklich. Also so wie hört einfach rein. Hört es euch einfach an. Nun gut, kritisch, englisch, weiblich. Okay, wenn man weiß. Ich glaube, diesen Feature-Typ habe ich schon mal gelesen irgendwo. IMDB. Das lyrische Über-Ich, Gedichtinterpretation mit Mauli und Steiger. Heute mit On Fire von Sayed und Kollega. Ihr habt voll die schönen Einspieler, Alter. Oder? Die haben sich echt Mühe gegeben. Ich mach mir auch welche für zu Hause. Das ist wie eine richtige Radiosendung klingt, haben die sich Mühe gegeben. Und jetzt finden wir nur auf YouTube statt. Mann. Okay, Steiger, auf dich wurde schon wieder geschossen und ich war entrüstet und ich wollte dich kurz dazu fragen, aber ich wollte dich nicht einfach so in der Song-Anmoderation fragen, sondern ich wollte gleich mit dir den ganzen Song ein bisschen zerpflücken. Hast du mitbekommen, dass seit 2 Tagen oder so schon wieder ein neues Sayed und Kollega-Single draußen ist? Mhm. Und das also ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es nur gelesen, dass du diesen Track hier analysieren wolltest und dann habe ich mir den angehört und habe festgestellt, dass schon wieder auf mich geschossen wurde. Ja? Wird gedisst oder was? Ja, ja. Aber sowas von. Willst du die Zeile kurz, die Zeile so kurz zitieren? Warte mal, ich glaube, das ist ein ganzer Part, weil das geht nämlich bis Gewaltfantasien, so wie ich das hier einschätze. Ja, ja, also Ding ist, dass sobald dein Name reimt sich halt auch gut auf On Fire, Markus Steiger, muss man sagen. Und ja, dann findet er ja auch immer 5 Repetiergewehr-Namen, die sich dann auch noch darauf reimen. Oder auch ein paar Luxusketten-Marken oder so. Genau. Das ist ja kein großer Deal. Pass auf, es geht ja los. Der Boss ist nicht weg. Guck, wie ich deine Blockparty crasht und Dima seine Rotznase brecht. Dima ist dieser Spongeboss, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja, genau.
Genau. So, und dann geht's los. Meine Art. Los, weiter auf Markus Steiger. Weiter auf Markus Steiger. Und seine Hat mit geschossener Pistole. Nein. Der Reim ist meine Art. Los, weiter auf Markus Steiger. Das ist, meine Art. Los, weiter. Auch guter Satz. Meine Art ist Doppelpunkt. Los, weiter. Das ist meine Art. Ah, so. Ich dachte, das kommt noch was. Genau. Oh Gott. Naja, gut, weiter. Los, weiter auf Markus Steiger und sein Head mit geschossen aus der Shotgun zerfetzt. JBG3 wird kein Popstar-Projekt, mehr G's im Raum als ein Cosa Nostra-Prozess. So, wenn der Godfather Rap geht die Post ab, du Punk, mit dem Kopf durch die Wand wie der Hogwarts Express, machst auf Boxer im Netz. Ah, das bist du. Also meint er dann immer noch mich? Also das du machst ein bisschen auf ich glaube, Boxer. Also. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit diesem Kopf durch die Wand, wie beim Hogwarts, das meint er nicht, dich, aber da hinten natürlich halt den Ball flach, du Peach, das aber bist schon wieder du. Aber machst auf Boxer im Netz, halt den Ball flach und mach mal lieber halblang, du Peach, ehe ich dich mit der AK durchsieb und dir den Schädel schieß, wie mit meiner Gewaltfantasie oder so. Ich finde es psychologisch wirklich sehr interessant. Also erstens muss ich ihn ja wirklich, er erwähnt mich relativ oft, es scheint tatsächlich Teil seiner Fantasiewelt geworden zu sein, mich mit Waffen zu zerlegen. Was ich auch ganz interessant finde, dass er eine körperliche Auseinandersetzung mit mir nicht anstrebt, sondern den Waffengang vorzieht. Mach's auf Boxer gut. Im Netz, aber ich nehme jetzt die AK auf Nummer sicher. Das aus der Ferne. Naja, also generell sehr swaggiger Song. Ich habe ihn leider wirklich verpasst da am Splash. Er war ja da. Aber wie ernst ist sowas gemeint, wenn er danach sagt, dass er dich mit einer AK durchsiebt? So, das ist ja relativ. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich mit Dissen nicht so aus, ey, ihr wisst es besser. Also, das Ding ist, ich. Ja, es bisher, ist doch lyrisch, es ist doch lyrisch. Das sind doch lyrische Bullets, Lyrical Bullets, die er da auf mich abfeuert. Aber es ist ganz gut. Es hat immer noch auf sportlicher Ebene ausgetragen, nicht so eklig persönlich wie du, der dann so Statements schreibt und seine ganze Israel-Aktion da schlecht macht, Palästina-Doku schlecht macht und so weiter. Ah, das habe ich gelesen. Das ist schon eher künstlerischer gelöst von ihm. Aber man muss sagen, bisher hat er noch keinen so guten Reim auf deinen Namen gefunden. Also. Savage hat ja mal gesagt, nichts reimt sich auf 5. Also auf Markus Steiger reimt sich auch nicht so viel, weil es ist meine Art los weiter. Alter, das ist schon eine harte Nummer, ehrlich gesagt, so einzustellen. Ein harter Beiter, Markus Steiger. Steiger ist auf Beider. mein Lieblingsreim bisher war ja immer noch Markus Steiger. Du Sklaventreiber. In deinem Winkelverein mag dich keiner. Dicker. Der hat gesessen auf jeden Fall. Du kannst mir auch nicht erzählen, dass dich das nicht unberührt gelassen hat. Nicht so ein Scheiß wie Sale und Kollege. Naja, egal. Hör mir den Song mal, dann mach dich selber. Das ist mit dem schönen alten Wort Neider. Neider reimt sich. Du bist nur ein harter Neider. Ihr wart Neider. Neider von Markus Steiger. Dicker, nice Rap-AG hier. Wirklich, Schülerradio. Steiger. Brief an uns. Brief an uns, den du letzte Woche schon vorgelesen hast, aber diese Woche wieder vorliest, weil ich ihn auf meinem Handy nicht finde und du ihn auf deinem Laptop gefunden hast. So ein organisierter Typ. Besser sortiert einfach. Ich glaube, du kriegst einfach weniger Post. Egal. Du kriegst genau richtig viel Post, Steiger. Ich liebe dich, Steiger. Mach weiter, Steiger. Ey, wir kriegen die ganze Zeit immer nur so wunderbare Liebesbriefe, die uns Honig ums Maul spielen. Ja, aber weil wir aber auch so geil sind, irgendwie. Bitte? Anscheinend, weil wir auch so geil sind, anscheinend. Okay. Das wird ja also, mal ein richtiger Hater geschrieben. Von Alexander Germer. Lieber Mauli, lieber Steiger, da ihr immer größer und bekannter werdet, längst überfällig und die Props des kleinen Mannes vielleicht irgendwann untergehen, habe ich mich entschlossen, euch nun auch meinen Dank für die beste Radioshow und aus meiner Sicht auch den besten Podcast des Landes auszusprechen. Wobei es ja angeblich kein Podcast ist. In Klammer, hat Julia Wasabi mal getwittert, genauso wie gestern, Pussy so tight, you can hide. Wow. Aber ich als 33-jähriger Social-Media-Verweigerer erkenne da eh keinen Unterschied. Ihr zwei lasst den Samstag perfekt starten und sogar der Montag wird viel erträglicher, wenn ich euch um 15 Uhr nochmal im Büro höre. Danke für euren Humor, eure Ernsthaftigkeit, wenn sie angebracht ist. Eure Freundschaft, die hörbar mit jeder Woche wächst, herrlich, wie Mauli in der ersten Folge auf Steigers Angebot für private Treffen nicht eingegangen ist. Eure Insider-Anekdoten, die Musikauswahl und Unterhaltung, wie sie besser nicht sein könnte. Danke besonders an Steiger, der mich wahrscheinlich viel und viele andere Zuhörer schon oft zum Nachdenken und Reflektieren angeregt hat. Das haben nicht mal meine Lehrer geschafft. Auch wenn deine Gedanken für Otto Normal manchmal etwas abstrakt sind, so öffnen sie in mir neue Türen. Das ist sehr schön. Ziel erreicht. Wahrscheinlich landet diese Random Spam-Ordner. Einmal alles gestreichelt hat der. Hallo? Hallo. Du bist da, du bist klar und deutlich hörbar. Wir wollen nur... nichts rüber quatschen. Mauli hatte nur so einen kleinen
Moment von emotionaler Ergriffenheit. Das ist eine kleine Träne im Auge. Das finde ich auch gut. Ziel erreicht. Okay, also wahrscheinlich landet diese Mail im Spam-Ordner oder einen anderen Ordner, aber Mauli trägt es hoffentlich an dich weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde die Mails. Ja. Auch wenn du, lieber Mauli, jetzt in einem arbeitsähnlichen Verhältnis bist, bitte warte nicht allzu lange mit neuer Musik. Das Rumreisen und im Auto schlafen sei dir gegönnt, aber trotzdem, Spielverderber. Was ist Spielverderber? Mein Debütalbum. Nicht so wichtig. Auf Spotify. Kann man auf Spotify hören. Geil. Das mit diesem geilen Layout. Fand ich extrem geil und innovativ. Etwas völlig Neues für meine Ohren. Ist etwas in Planung? Fragezeichen. Ist etwas in Planung? In Arbeit. Ja? Nicht nur in Planung. Übrigens, Planung ist schon abgeschlossen. Arbeit übrigens ist nicht ganz abgeschlossen. Hallo, ich bin dran. Ey. Übrigens ist Zilla wirklich der übelste Phrasendrescher, dass du... Da du das ganze Interview nicht gesehen hast, schau dir die Zusammenfassung mal an. Ah, stimmt, der war das, der hat mir den Link geschickt. Das war das ultra lustigste Video, was ich überhaupt gesehen habe. Der hat so alle Redewendungen, die Zilla in seinem Interview gesagt hat, aneinander geschnitten. Und hat so Best of Zilla Interview oder so genannt. Und es wurde auf jeden Fall nur vom Regen in die Traufe gegangen. Und das Kind ist in den Brunnen gefallen, die Stadt wird im Dorf gelassen und die Kirche sowieso. Naja, nee, aber ja, geiler Typ, Alter. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich eben zwischendurch geredet habe und jetzt schon wieder. Sorry, ist das schon vorbei, der Brief? Nein, ich habe noch eine Frage und würde mich freuen, wenn ihr sie in eurer Show beantwortet. Wie und wann habt ihr euch kennengelernt? Mauli. Ich würde sagen, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, weil das wäre sehr unangenehm für unsere wachsende Freundschaft und so weiter. Steiger wusste gerade nicht mal, wie dein Album heißt. Ich glaube, es war wirklich im Zug auch meines ersten Albums und zwar war das... als wir diesen Jahresrückblick gemacht haben, oder? Oder kurz davor, genau, bei eurer Filmpremiere von diesem peinlichen Doku-Ding mit Falk und Seko. Da bist du kurz rein. Aber also wir haben uns kennengelernt und so oder wurden einander vorgestellt mit den Worten so, ja, also wir wollen das mit euch machen und wollt ihr das auch machen. Und das war im Prince Charles, ich weiß nicht, ob das diese Filmpremiere war oder irgendein anderer Scheiß, wo ich irgendwie aufgetreten bin oder so. Aber auf jeden Fall nichts, wo ich feiern war. Nee, auf jeden Fall, genau, eins von den beiden. Und da haben wir uns zum ersten Mal, dann haben wir beschlossen, dass wir diesen Jahresrückblick machen, unter der Bedingung, dass wir uns eine Flasche Lean währenddessen reinpfeifen. Und dann haben wir das nicht gemacht, aber dann haben wir, ja. Dann bist du irgendwann betrunken beim Splash auf mich zugekommen und gesagt, ey, so ein Radiotyp, der will ja mit uns, der fand das gut mit dem Jahresrückblick, oder willst du nicht mehr? Ja, und so war das dann. Und zwischendurch habe ich dich auch nochmal angerufen, weil ich wissen wollte, wo Sido wohnt, weil ich ihm so einen Brief in den Briefkasten werfen wollte, ob er auf meiner Release-Party auftritt. Aber, er hat behauptet, er hat diesen Brief bis heute nicht bekommen. Ja, ich weiß, hat bestimmt Charlotte so in Müll gemacht, so, ach, ne, scheiß drauf. Hast du reingeschmissen, oder was? Ja, natürlich. Nein. Hä? Denkst du, ich schreibe sein Management oder so? Bin ich behindert? Naja, gut. Ich dachte, du hast einfach nicht gemacht, okay. Ich habe so geschrieben, yo, meine Freundin hat gerade gemeint, du hast ein Kind bekommen. Glückwunsch. Aber Dings, kannst du da vielleicht auch nehmen? Naja. Schade, dass er den nicht bekommen hat. Aber egal, andermal. Ich weiß jetzt, wo er wohnt. Kannst du diesen Brief mal vorlesen? Hast du den noch irgendwo? Ich habe ihn fotografiert auf irgendeinem alten Handy. Ich guck mal, ob ich den für dich finde. Diese alten Handyfotos findet man nie. Naja, ich glaube auch. Scheiße, Mann. Ich habe dein altes Handy. Vielleicht meine alten Handys so, droppe ich immer irgendwo in Fluss oder dann ist so Display so gefickt, dass man nichts mehr lesen. Das ist hoffnungslos. Egal. Von mir ist mal so einen Monat Maserati gefahren und alle Fotos, die ich davon habe, sind so auf dem alten Handy, was kaputt gegangen ist. Ach Mann, fuck, du hättest einen erzählen können, du bist reich, scheiße. Kann ich auch so machen. Digga. Dicker! Na gut, wunderschöner Brief von, wie hieß er, Alexander? Alexander Germer. Geiler Brief. Also, wie gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen lang. Wir sind jetzt, haben uns immer lieber mit jeder Show, das hast du sehr gut beobachtet. Auf das private Treffen, Steiger, hatte ich das damals mitgenommen, also dass ich ja nicht drauf eingegangen bin. Da hattest du Geburtstag und hast gesagt, ey, komm doch vorbei. Und dann konnte ich aber nicht an dem Tag. Hast du das damals dir gemerkt oder nur Alexander? Ich glaube, nur Alexander hat sich das gemerkt, gut. Aber das ist gut. Na siehst du, dann lass uns doch jetzt diesen Brief mal abschließen und Take Key mit Mega Man hören. Habe ich irgendwie auf der Snapchat-Story oder so von Travis gehört und dann habe ich es... Von Kylie Jenner. Dann habe ich es bei Kylie Jenner nochmal gehört und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es approved, dass es im Radio gespielt werden kann. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Steiger, wir sind schon im letzten Take angekommen. Kannst du Steiger fragen? Das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen schocken, aber du hast nur noch 5 Minuten zu reden und dann sind wir durch.
Brücken, willst du noch irgendwas los? Also jetzt haben wir gar nicht über dein Album so viel gesprochen, ja, oder? Ist nicht so schlimm. Wir haben ja ein paar Songs gehört und wem es gefallen hat, der soll einfach reinhören, so BRKN, einfach im Internet irgendwo eingeben und dann findet man es schon. Und außerdem bin ich im Oktober noch auf Tour und das Album kommt am 18. August und kommt einfach alles vorbei, weil live ist immer viel geiler und wir machen miese Party. Und das ist schon alles, was Leute immer erzählen, ne? Hast du das Gefühl, dass du zu viele Talente hast? Hättest du gerne einen Klon von dir selbst, der die gleichen Skills hat wie du? Dass du so wer hätte das nicht gerne? Ja. Unfähige Menschen, die sich auf andere verlassen. Keine Ahnung. Habe ich das Gefühl, dass ich zu viele Talente habe? Nee, klingt. Boah, der ging tief. Boah, das Gras soll auch relativ kacke sein in Südamerika. Aber was das für eine. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, Steiger, sorry. Du bringst dann echt zum Nachdenken und Reflektieren, Steiger. Weil du ja auf der einen Seite Musiker bist, auf der anderen Seite Showmaster, du bist, könntest ja auch in so einer Stand-Up-Comedy-Show mitspielen, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, aber manchmal bin ich. Merkan ist der lustigste von Rebel-Comedy. manchmal finde ich es voll. Ich finde es voll. Also. Ich bin ein bisschen neidisch, so wenn man nur Rapper ist, so einfach dann macht jemand anders die ganzen Beats und so, ist voll gemütlich, einfach nur so. Weißt du, finde ich voll schön eigentlich. Vielleicht sollte ich mir auch mal bei so Produzenten einfach nur mach jetzt. Oder so wie ich hab mal vor, als ich ein Kind war, also als ich ein Jugendlicher, habe ich so mal so ein Interview mit Missy Elliott gelesen und sie meinte, wenn ich meinem Produzententeam eine Melodie vorpfeife und die machen dann einen Beat raus, dann ist am Ende produced bei Missy Elliott. Sowas ist geil, Digga. Ja, warum nicht? Wenn die keinen Bock auf Fame haben oder keinen Anspruch auf Fame haben. So. Wenn die für ihre Arbeit gewürdigt werden wollen, dann ist doch kein Problem. Ja. Wenn das Geld stimmt, dann machen Leute vieles. Viele Sachen. Naja, jedenfalls sind wir eigentlich im Kannst-du-Steiger-Fragen-Sektor angekommen, Steigi. Ich habe wie immer ein Fragezeichen gegoogelt und die aktuellste Frage, die sich ein Mensch gestellt hat, jetzt live, vor einer Minute, ist es narzisstisch, wenn ich meinen eigenen Körper als mein absolutes Body-Goal nehme? Ein Buddy-Goal? Buddy-Goal. Ist doch aber dumm, dann hat er doch gar kein Goal mehr, wo er hinarbeiten muss. Na doch, er möchte immer so bleiben wie jetzt. Ah, okay. Oder sie, es geht um ein Mädchen übrigens, sie schreibt weiter, ich meine, seht mal, wie süß meine Beine aussehen. Foto dazu gepostet oder so? Ja, sie ist 15 oder so. Wie süß meine Beine aussehen. Ja. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die Stelle in der Bibel, in der es heißt, euer Körper sei ein Tempel und ihr solltet ihn reinhalten. Also ich finde das okay, dass der eigene Körper das absolute Ziel ist und dass man reinhalten sollte. Aber es wird einfach mit 23 schwer, wenn sie immer noch so aussehen wie 15. Ja, aber warum eigentlich wie 15? Also was ist das da für so ein Kinderporno-Fetisch? Nee, das ist gerade eine 15-Jährige hat ein Foto dazu gepostet. Also wir wissen, wie die aussieht, die sich die Frage gestellt hat. Ja. Du weißt nicht. Du weißt das nicht, aber deswegen beantwortest du die Frage ja auch anders. Also die Antwort ist ja. Körper, Tempel, aber auf jeden Fall, ich bin auch dafür, dass man sich wohl in seiner eigenen Haut fühlt. Darf ich überhaupt reden, weil kannst du Steiger fragen? Die ganze Zeit. Ja. Also die letzten Sekunden, wenn du jetzt irgendwann reden solltest, jetzt okay, dann jetzt. Okay. Bergkamp. Brücken. Steigi, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Schön war's. Wie lange bist du noch unterwegs, Steiger? Bin ich auch. Nächste Woche dann noch. Und dann Heimfahrt. Fett, dann bin ich weg. Ich glaube, nächste Woche sogar müssen wir einen Tag früher aufnehmen, weil sonst ist keiner mehr in Deutschland. Dann ist wirklich das völlige. Ich glaube, sonst ist keiner mehr. Ja. Wo es Internet gibt. Also genau so wie du jetzt bei diesem Satz, der zur Hälfte abgehakt war. Perfekt. Steiger, wir hören uns nächste Woche. Bleib sauber. Beiß nicht so viel auf Coca-Blättern rum. Und, oder doch. Auf gar keinen Fall. Wir hören uns. Jetzt hören wir noch Te Perdi Almighty featuring Pusho. Pusho? Whatever this is. Pusho? Ich dachte, wer Pusher von hinten, so Pusha T, aber nee. @ Reggaeton Kolumn auf Instagram. Einfach mal folgen. Bis nächste Woche.